unterhalten. Unterhalten. Nochmal. Unterwegs mit Ralf, nur ein Mann und der Wald. Ey, ihn stoppt kein Gestrüpp und ihm wird nie zu kalt. Komm und reise mit Ralf, nur ein Mann und der Wald. Ey, komm doch einfach mit Cam und Rucksack dabei. Hallo, liebe Freunde. Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seid wieder unterwegs mit Ralf und wir sind heute im Rosarium in Sangerhausen. Hier soll es die weltgrößte Sammlung an Rosensorten geben und die schauen wir uns jetzt mal an und ihr kommt mit. Ihr habt es auf dem Lagerplan ja schon gesehen. Derzeit dreht sich alles hier im Rosarium nicht nur um die Rose, sondern auch um Kunst. Und die meisten dieser Kunstgegenstände, die ihr hier seht im Video, die könnt ihr auch kaufen. Und da Kunst und Blumen wohl eher das Spezialgebiet von Christiane sind, kommt sie heute wohl häufiger zu Wort. So gibt es nicht nur Rosen, die wunderbar duften, leider könnt ihr das nicht riechen, sondern hier gibt es auch Kunst. Sehr interessant und ich glaube auch ziemlich viel. Ja, begeistert bin ich natürlich von den Rosen. Kann man auch Pate werden von Rosen. Ja. Schön gemacht. Die Regentrude. Ja, jetzt kann jeder selbst entscheiden, an wen die einen erinnert. Sehr viel Kunst. Hier sind Blütenbilder, Blüten und Gräser fotografiert. Ja. Für Kinder gibt es hier auch einen Spielplatz und da hinten gibt es auch einen Imbiss. Also man kann hier auch mit Kindern hingehen. Ich denke, ist vielleicht nicht ganz so interessant, aber ja, Spielplatz gibt es jedenfalls. Sehr nett gemacht, hier kleine Ecken, wo man sich mal hinsetzen kann. Sehr hübsch gemacht, auch mit einem Laubendach. Sehr schön. Ja, wenn ich dieses Beet hier sehe, glaube ich gern, dass das die größte Rosensammlung der Welt ist. Ja, jede Rose ist eine andere Züchtung. Frag mich nur, wer die wirklich auseinanderhalten kann. Ja. Der Autofokus tut sich ein bisschen schwer, aber jetzt haben wir Freifrau von Schubert. Okay. Und wie wir hier auf dem Schild sehen, gehört die Freifrau von Schubert zu den Frühlingsrosen.
Kleine Vogelvoyere. Okay. Aber nicht nur Rosen, hier gibt es auch viele andere grüne Kostbarkeiten, wie zum Beispiel hier das Mammutblatt, was ja riesig ist. Sehr schön angelegt. So, Christiane, schau mich mal an. Wie gefällt es dir denn bis jetzt? Sehr schön. Wunderbar. So schön angelegt. Ich glaube, ich habe es bestimmt schon ein paar Mal jetzt im Video gesagt. Man ist immer wieder überrascht, wie groß es jetzt hier ist. Haben wir beide nicht geglaubt, oder? Ja, oder? Wir müssen noch dazu sagen, das war eine ziemlich spontane Entscheidung, dass wir heute hier hergefahren sind. Ja, und eine gute Entscheidung. Gute Idee, Ralf. Gut. Gut, ein Lob bekomme ich selten, das nehme ich gerne mal entgegen. Ich muss hier mal durchlaufen, um euch das zu zeigen. Schade, dass es noch keine Geruchsvideos gibt oder so. Es ist ein zauberhafter Duft hier. Von den Farmen mal ganz abgesehen. So, dann zeige ich euch gleich. Erstmal Ralf bei der Arbeit. Aber ist das nicht schön? So ein historischer Rosenpavillon. Jetzt mache ich Ralf Konkurrenz. Jetzt machen wir uns hier gegenseitig Konkurrenz. So geht das nicht. Ja, hier steht, dass der jetzige Pavillon 2001 renoviert wurde. Aber leider kann ich hier nirgendwo lesen, wann der Originalpavillon gebaut worden ist. Ach doch, Entschuldigung. Erbaut 1899. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, Freunde, lange nicht gesehen, Taubenschwänzchen. Und das auf Video, das wird ja heute noch unser Glückstag. Ja, aber da bist du zu klein, liebe Wanze, kommst du nicht rüber auf die andere Blüte. Das ist vergebliche Liebesmühe.
unterwegs mit Ralf, nur ein Mann und der Wald. Ey, im Stoff kein Gestrüpp und ihm wird nie zu kalt. Komm und reise mit Ralf, nur ein Mann und der Wald. Ey, komm doch einfach mit Cam und Rucksack dabei. Nach den Tutorials ist doch immer alles klar. Die besten Momente ein mit der Kamera. Er macht die besten Tutorials, er zeigt die neuesten Tricks für gute Videos. Die Wolfsschlucht ist ein wirklich interessanter Pfad am Rande des Rosariums und den solltet ihr auf keinen Fall auslassen. Nach der Regentrude haben wir jetzt auch noch die Rosenfee. Na, die sieht doch viel freundlicher aus. So, und jetzt zeige ich mal euch ein weiteres Feld mit Rosen. Also jede einzelne Rose, die hier steht, ist eine... Also hier gibt es keine Rose zweimal. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ralf, wie viel Rosen gibt es hier? Das weiß ich leider nicht. Aber ich habe irgendwas über 1000 gelesen, kann es sein? Das könnte durchaus sein, dass die weltgrößte Sammlung ist. Da gucke ich nochmal und sag euch Bescheid. So, super Ausblick. Und wir haben unsere Harzer Wandernadel nicht dabei, aber hier hätte es einen Sonderstempel gegeben. Beim nächsten Mal. So, verhungern, dursten muss man hier auch nicht. Hier gibt es also, ich glaube, 2 Cafés zumindest. Sehr schön gelegen. Mit super Aussicht auf die Rosen. Ja, und jetzt werden wir mal einen Kaffee trinken gehen. Weil es ist doch schön, aber viel zu laufen. Mit diesen schönen Aufnahmen von den Rosen, ja, wir sind ja im Rosarium, kommen wir auch langsam zum Ende vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Diese schönen, tollen Bilder vom Rosarium hier in Sangerhausen. Wenn ihr hier seid, kommt gerne vorbei. Lasst mir ein Like da für das Video, schreibt mir fleißig Kommentare. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Und wer dachte, dass jetzt Schluss ist? Nein, da kommt noch was. Ja, nicht vergessen, das Video schauen. Vom Kyffhäuser, da gibt es auch ein tolles Video von uns. Was soll ich sagen? Einmal nicht aufgepasst.